So schön habe ich mir das nicht vorgestellt. Als Assistentin von dir kann man noch richtig was von der Welt sehen, hm? Naja, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Jetzt weiß ich, was mir wirklich gefehlt hat. Wie lange warst du nicht mehr hier? Ach, das ist bestimmt 10 Jahre hier. Wie die Zeit vergeht. Sagen Sie mal, blinkt man bei Ihnen nicht da über dem großen Teich? Entschuldigen Sie bitte. Keine Hektik, Ma'am. Okay. Schau, Nadja. Das ist der wilde Kaiser. Dusty, lauf! So, liebe Frau Brückner, jetzt hat alles seine Richtigkeit. Ich weiß, es war Ihr Elternhaus und da fällt einem die Trennung schwer, aber die Auflagen des Denkmalschutzamtes hätten Sie sowieso eines Tages finanziell ruiniert und das mag schlimm klingen. Aber der Brand war das Beste, was Ihnen passieren konnte. Vielleicht. Ich kann es nur leider nicht so sehen. Jedenfalls haben Sie von mir einen fairen Preis bekommen. Denken Sie doch mal an Ihre Tierarztpraxis und an Ihren Bruder. So eine Gleitschirmschule, die kostet doch einiges. Jetzt können Sie ganz anders investieren. Ja, das stimmt. Ich wüsste nur gern, warum das Haus so plötzlich abgebrannt ist. Betrachten Sie es als Neubeginn. Und Sie wissen, wenn Sie etwas brauchen, ich bin immer für Sie da. Danke. Vielleicht sollten wir essen gehen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich muss auch zurück in die Praxis. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Wegerer. Hoffentlich bald. Servus, Toni. Was für eine Frau. Ganz schön mutig. Das wäre nichts für mich. Wir haben als Buben geangelt und waren froh, wenn wir unserer Mutter ein paar Fische nach Hause gebracht haben. Also ich stelle mir das toll vor. Und so schwer kann es doch gar nicht sein, hm? Ein paar Trainingsstunden und wir fliegen. Nein, das ist nichts für mich. Ich brauche immer festen Boden unter den Füßen. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt sind wir daheim. Ach, Nadja. Weißt du, was das für mich bedeutet, hier zu stehen? Ich glaube schon. Ich freue mich so für dich. Schau mal. Da habe ich schon ein kleiner Bub drauf gesetzt.
denn los? Haben Sie sich verflogen? Cool. Wieso gleich am ersten Tag? Ausgerechnet hier? Zum Café können wir Sie aber nicht einladen. Grüß Gott. Hallo? Kennen wir uns nicht? Ich gehe schon mal das Gepäck holen. Was machen Sie denn hier? Ja, dasselbe wollte ich Sie gerade fragen. Na, wir sind eben gelandet. Sieht man das nicht? Das ist unsere Landewiese. Ach ja? Darf ich mich vorstellen? Stefan Suttner. Mir gehört zufällig dieses Fleckchen Erde. Was? Sie sind der Sohn vom alten Alfred? Der Hundeflüsterer. Er hat viel von Ihnen erzählt. Ich hoffe nur Gutes. Ja? Wir hatten eine Vereinbarung mit dem Vater, dass wir hier landen dürfen. Tut mir leid, davon ist mir nichts bekannt. Wir dürfen noch weit hier landen, oder? Das Grundstück gehört mir. Und ich brauche das Gelände für meine Hundeschule, die hier entstehen soll. Moment mal, Ihr Vater ist seit 2 Jahren tot und auf einmal interessiert Sie plötzlich diese Wiese? Jetzt regen Sie sich doch nicht auf. Wenn wir hier nicht mehr landen dürfen, ist das das Aus für die Gleitschirmschule. Und ich kann nicht anfangen. Ich glaube, wir werden eine Lösung für beide finden. Einen sehr hübschen Hund haben Sie hier. Und, was war jetzt mit den Himmelsstürmern? Ja, die werden sich damit abfinden müssen, dass es hier keine Landewiese mehr gibt, sondern eine Hundeschule. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Tja, neue Heimat heißt nicht gleich neue Freunde. Komm, zeige ich dir erst einmal das Haus. Boah, hier ist ja mehr Betrieb als auf der Route 66. Wollen wir doch nicht hoffen. Bisschen gefährlich, so ohne Helm zu fahren. Bei dem alten Ding? Ja, eben deshalb. Stefan Suttner. Und Sie sind bestimmt der Xaver. Lange nicht gesehen. Schön, dass du hier immer nach dem Rechten geschaut hast. Das habe ich doch gern gemacht. Entschuldigen Sie, das ist so eine Gewohnheit. Das ist schon okay. Das ist übrigens die Nadja, meine Assistentin. Hallo. Hallo. Ja. Jetzt sind Sie wieder da. Dann brauchen Sie mich ja hier nicht mehr. Danke, Xaver. Sind hier alle Jungs so temperamentvoll? Ja, Herr Hoffmann. Jetzt muss nur noch... Sie da links? Ich meine, der Hundeflüsterer. Aha, der bin ich. Jetzt meint, ich sollte mal vorbeischauen, weil mein Hund so bissig ist. Seit wann? Wie heißt er denn? Bronco. Na ja, geschnappt hat er schon immer mal. Aber jetzt ist es kein Spaß mehr. Letzte Woche ist er über meine Ziegen hergefallen. Mein Freund Ziege hat er vorgestern ins Bein gebissen. So geht es nicht mehr weiter. Ich hab schon gedacht, vielleicht soll ich ihn einschläfern lassen. Sind ja wohl wahnsinnig. Das meinte die Tierärztin auch. Und recht hat sie. Wegen sowas schläfert man kein Tier ein. Jetzt nehmen Sie ihm erst einmal den Beißkocher. Ah, das mache ich nicht. Der schnappt sofort. Fremde machen nicht. Das die. Du hier. Ganz nah. Ganz nah. So ist brav das die. Ein braver Hund. Ganz brav. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So ist brav. Jetzt legst dich hin. Ganz ruhig. Doch
braver Hund. Na ja, geht doch, mein Junge. Das gibt's nicht. Das ist ja Hexerei. Ach, Schmarrn. Ich gebe ihm nur das Gefühl, dass er wichtig ist, dass er gebraucht wird. Jetzt lassen Sie ihn ein paar Tage hier und das wird dann schon wieder. Und was kostet es? Nix. Ja, aber so geht's ja auch nicht. Ach, wir werden uns schon einig. Danke, Herr Suttner. Boah, das ist echt Wahnsinn, Stefan. Der Schlüssel ist die Dusty, hm? Schau, Nadja, so ein Hund wie die Dusty wird in jeder Generation nur einmal geboren. Die Kunst ist es, die Begabung dieses Hundes zu erkennen. Und ich hatte die Chance. Tja, jetzt haben wir schon unseren ersten Klienten. Ist doch cool, oder? Na, gefällt's dir hier? Schlaf gut, mein altes Mädchen. Servus, Xaver. Du lässt dich ja bei mir gar nicht mehr blicken. Hast viel Arbeit zurzeit, hm? Und hier herum verrottet alles. Und die Tiere hast du heute auch nicht versorgt. Das stimmt ja gar nicht. Und du arbeitest doch bei jemand anderen, ohne mich zu fragen. Ach so, jetzt fragen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mein Vieh füttern. Ob du Zeit hast oder nicht, bestimme ich. Es passt mir nicht, dass du beim Suttner arbeitest. Und mit der Tierärztin habe ich dich auch gesehen. Ich habe dir geschworen, dass niemand was von mir erfahren wird. Ja, und das bleibt auch so. Und halt dich von der Tierärztin fern. Du steckst tief mit drin, mein Junge. Ich stecke überhaupt nirgends drin. Ich habe das Haus nicht angezündet, weil ich zu feig war. Dann hast du es halt du gemacht. Und deine Mutter hat eine Menge Schulden bei mir, weil dein Vater so viel gesoffen hat. Denk dran, ich habe dich aus der Scheiße gezogen. Sag noch einmal was über meine Eltern sonst. Was? Willst du das bisschen, das du hast, auch noch verlieren? Ein Wort von mir und du liegst auf der Straße. Und die Hütte nehme ich dir auch weg. Kannst dir gleich einen Zwinger bei deinem Suttner anmieten. Tut mir leid, das mit der Landewiese war ein Missverständnis. Bisher gab es bei jeder unserer Begegnungen ein Missverständnis. Fühlen Sie öfter abends hier? Gehört Ihnen der See etwa auch? Nein, hier können Sie ruhig Ihre Bahnen ziehen. Aber nicht so nah. Ich habe nämlich nichts an. Ja, ich auch nicht. Soll ich deswegen jetzt ertrinken? Bitte nicht. So spät ist mir nicht mal nach Not einsetzen. Schauen Sie mal. Der Felix macht schon Fortschritte. Die sich amüsieren. Ach, die sind klüger. Unsere Zusammentreffen waren bisher ja immer eher etwas unterkühlt. Ja, besonders warm ist mir es auch nicht. Ich muss ein paar Runden schwimmen. Also, Friede. Was ist noch mit unserer Landewiese?
Sie geben wohl nie auf, was? Nein. Würden Sie das denn tun? Ich habe heute eigenhändig die Hütte abgerissen. Und die Landemarkierungen habe ich auch schon angebracht. Wir können doch Ihre neue Landewiese mit einem Tandemflug einweihen. Ist das nicht ein Wort? Ja, das ist eins. Bürgermeister, was zu klären. Schön, dich zu sehen. Ist der Suttner noch sauer auf mich? Ach, Ivo. Dem tut das doch selber leid, dass er dich so angefahren hat. Nimmst mich mit? Klar. Wir haben noch eine Menge Arbeit. Ach, übrigens, irgendwas hat heute Morgen gefehlt, als du nicht da warst. Steig auf und halt dich gut fest. Die Mühle denn bis zum Hof? Du wirst dich wundern. Tut mir leid, Xaver, wegen gestern. Es ist schon in Ordnung. Ich müsste eh was mit ihm besprechen. Ja, raus damit. Der Wegerer hat oben bei mir auf der Hütte die Schlösser. Bis heute Abend. Wie im letzten Jahr freue ich mich, Sie wieder bei unserem Dorffest begrüßen zu dürfen. Im vergangenen Jahr war unser Tourismusverband wieder sehr erfolgreich. Trotzdem müssen wir die Zeichen der Zeit erkennen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes und ein frohes Fest. Danke. Moment. Beinahe hätte ich etwas vergessen. Begrüßen Sie bitte mit mir unseren berühmten verlorenen Sohn, Stefan Suttner. Stefan, ich freue mich, dass du hier bist. Schön, dass Sie noch gekommen sind. Ja, ich hab's doch versprochen. Und? War die Hundeschule ein Erfolg? Und wie? Hallo? Hallo. Prost! Auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass Sie mir ein wenig aus dem Weg gehen. Nein. Wieso? Und wie gefällt's dir? Gibt's solche Feste auch bei euch? Ja, schon. Aber anders. Was sind denn das für Trachten da drüben? Das sind Zimmermannsleute auf Wanderschaft. Die ziehen von Ort zu Ort und bieten ihre Arbeit an, nur für Unterkunft und für Essen. Echt? Das ist ja cool. Mhm. Wie gefällt dir unser Fest? Das Fest ist schön, aber mein Bauantrag liegt immer noch auf Eis. Na, es geht schon in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Na, ich weiß schon. Die Vorschriften. Richtig. Frau Böckner, würden Sie mir Ihren ersten Tanz schenken? Oh, das tut mir sehr leid. Aber den habe ich schon Herrn Suttner versprochen. Später vielleicht. Unser Taglöhner sitzt auch hier herum, hm? Ja. Wollen wir tanzen? Klar. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Ja?
Treppen rüber? Worum geht's? Ich glaube, das ist hier nicht der richtige Ort. Danke. Ist das schön, dass du wieder da bist. Prost. Prost. Prost, Mutter. Ah, Herr Suttner. Ich habe hier einen guten Schluck für Sie. Ja? Einen Krautinger. Selbst gebrannt. Kennen Sie den? Und haben Sie schon erfahren? Aufpassen. Langsam wird es ein bisschen viel. Muss ich auch erst ein paar Bücher schreiben? Die Frau Doktor mich eines Blickes würdigen? Herr Wegerer, Sie sind ja schon ganz schön betrunken. Hm? Komm, wir gehen einen. Wenn's meinst, bei dem Tempo erlebst du nicht die nächste Stunde. Das ist mir wurscht. Ist nicht die Kleine. Ich fahr jetzt. Kommst du mit? Nein, ich möchte noch bleiben. Das ist gerade so lustig. Hast du das gehört, Bursche? Die Kleine will nur bei uns da bleiben. Also schleich dich. Misch dich da nicht ein! Schwing hier! Lass nichts haben, Schwing! Lass mich aus! Ich kann doch noch reinschieben. Xaver! Oh, das war heftig. Wir fahren schnell in die Praxis. Ich schau mir das da an. Du Idiot! Musste das sein? Ich kann sitzen, wo ich will. Sei doch stolz. Die Männer prügeln sich um dich. Also gebrochen ist jedenfalls nichts. Ich danke dir. Ah, wir sind jetzt beim Du. Ach so. Na ja, ist doch in Ordnung, oder? Ja. Noch einmal. So, jetzt ist gut. Tja. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Schönen Abend noch. Ich denke, ich sollte dich zur Beobachtung über Nacht hier behalten. Ja, ja, du hast recht. Ich stehe ja wahrscheinlich noch unter Schock. Ja. Servus. Hilfe. Hilfe! Mein Gott, warum hilft mir denn niemand? Wir sehen, die Bergwacht ist sicher schon bei Ihnen. Komm, Dusty, such! Such! Schau, da oben ist er! Aber
der Seite kommen wir nicht ran. Servus, Männer, wie schaut's aus? Die Helikopterstation. Warum? Ja, komm! Ja. Da, die Bergwacht ist schon da. Jakob, seid ihr bei ihm? Nein, noch nicht, aber wir sehen ihn. Er ist eh auf eurer Seite, direkt über euch. Wir versuchen, an ihn ranzukommen. Gut, wenn wir oben sind, versuchen wir uns abzuseilen. Wir sind gleich bei dir. Dusty, pass auf. Da oben ist der Ralf. Zieh ihn vom Baum zurück auf die Felsplatte. Bring ihn in Sicherheit. Du schaffst das, mein Mädchen. Los, lauf. So. Und Platz. Da müssen wir runter. Wir nehmen den Baum, Lenz, du machst dich zum Abseilen bereit. Los, okay. Gehen wir. Ihr habt sie gleich. Es ist nur mal Stücke. Die kommt jetzt zu dir. Wenn sie bei dir ist, halt dich am Rettungsgeschirr fest. Dann zieht sie dich rüber. Ich schaff's nicht! Ralf, bitte, versuch's! Dusty! Dusty, komm! Näher, du schaffst es! Dusty, zieh! Kannst du mich verstehen? Ja. Bleib ruhig, mein Junge. Die Rettungsflieger sind gleich da. Schaff dir das alleine hier. Ja, geh. Such die Dusty. Ich bin ja da. Nadja, du bleibst auch hier, bis die Rettung kommt. Kannst du deine Beine spüren? Fantastic!
aber nicht noch an, romantische Liedchen zu trällern. Du hast mich noch nicht singen gehört.